الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. Für diejenigen, die auf ihren Herrn hören, ist das Beste. Diejenigen aber, die nicht auf ihn hören, wenn sie alles hätten, was auf der Erde ist, und noch einmal das Gleiche dazu, würden sie sich sicherlich damit loskaufen. Für sie wird es eine böse Abrechnung geben, und ihr Zufluchtsort ist die Hölle, eine schlimme Lagerstatt. Ist etwa jemand, der weiß, dass das, was zu dir von deinem Herrn als Offenbarung herabgesandt worden ist, die Wahrheit ist, wie jemand, der blind ist? Jedoch bedenken nur diejenigen, die Verstand besitzen. Diejenigen, die Allahs Bund halten und das Abkommen nicht brechen. Jetzt hat Allah hier für uns beschrieben, wer denn diejenigen sind, die Verstand besitzen. Das sind nämlich die, die Allahs Bund halten und das Abkommen nicht brechen. Das heißt, der Verstand wird hier auf sehr praktische Art umgesetzt und zeigt sich in deren Taten, nämlich in der Tatsache, dass sie Versprechen, Bündnisse, Verwandtschaftsbande und all das, was damit mit gemeint ist, und das Abkommen nicht brechen. Und die verbinden, was Allah anbefohlen hat, zu verbinden. Ihren Herrn fürchten und Angst vor einer bösen Abrechnung haben. Das gehört alles dazu, Verstand zu haben. Und was noch? Und die geduldig sind im Trachten nach dem Angesicht ihres Herrn, das Gebet verrichten und von dem, womit wir sie versorgt haben, heimlich und öffentlich ausgeben und mit dem Guten das Böse abwehren. Für sie gibt es letztendlich die Wohnstätte. Ja, also, das ist alles die Auswirkung davon, dass man Verstand besitzt, mit dem Guten das Böse abzuwehren, das Gebet zu verrichten, nach Angesicht ihres Herrn zu trachten, heimlich und öffentlich auszugeben. Ihr seht auch, wie viele verschiedene Arten von Frömmigkeiten und gottesdienstlichen Handlungen hier angesprochen werden. Also auch nicht nur eine auf einer Seite sehr viel Wert legen oder auf eine Aspekt der Frömmigkeit sehr viel Wert legen und andere vernachlässigen, sondern hier sehen wir eine sehr ganzheitliche Persönlichkeit, die in jeder oder vielen wenigstens, in vielen Facetten, in vielen Aspekten der Frömmigkeit fleißig ist, vorankommt und versucht und sich bemüht. Und das ist ein Zeichen von Verständigkeit. Was verspricht Allah für sie? Für sie gibt es letztendlich die Wohnstätte, die Gärten Edens, in die sie eingehen werden, sie und diejenigen, die rechtschaffen waren von ihren Vätern, ihren Gattinnen und ihren Nachkommenschaften. Und die Engel treten zu ihnen ein durch alle Tore. Die Engel treten zu ihnen ein durch alle Tore. Ja, also sie werden sogar von den Engeln respektvoll und ehrerbietig empfangen. Was sagen die Engel zu ihnen? Friede sei auf euch dafür, dass ihr geduldig wart. Wie trefflich ist die endgültige Wohnstätte. Ja, in diesseits haben viele Menschen haben noch nicht mal ein Dach über den Kopf. Diejenigen, die ein Dach über den Kopf haben, das ist nicht deren eigenes Dach, also ist nicht ihr Heim, das ihnen gehört. Viele träumen davon, viele schaffen es auch. Wie viele schaffen es aber nicht, ein eigenes Haus, ein eigenes Dach über den Kopf, sich zu erwerben, zu erben, zu kaufen, dafür zu arbeiten. Wie viele Menschen schaffen das? Manche verschuldet, manche nicht verschuldet. Fakt ist, viele schaffen es nicht. Allah verspricht hier aber jedoch, dass im Jenseits, wo auch die Ewigkeit, für die Ewigkeit man etwas erwerben wird, Allah verspricht, wenn ihr diese Eigenschaften habt, wenn ihr Verstand zeigt, Verstand lebt, auslebt, also solche Eigenschaften habt, die sie hier gerade beschrieben wurden, dann wird Allah euch diese Heimstätte auf jeden Fall zukommen lassen. Es wird euer sein. Es steht euch zu, wenn ihr das vorausschickt, was hier beschrieben wurde. Und nicht nur das, eine Wohnstätte haben, sondern auch noch ehrerbietig und mit Respekt und mit Würde behandelt zu werden. Und zwar von wem? Von denen, die aus Licht erschaffen sind. Die Engel treten zu ihnen ein und sagen auch noch, Friede sei auf euch dafür, und erkennen an, dass man geleistet hat, dass man ausgehalten hat, dass ihr geduldig wart. Wie trefflich ist die endgültige Wohnstätte. Ja, und die Geduld ist etwas, im Koran steht an einer anderen Stelle auch, Geduld ist etwas, diejenigen, die geduldig sind, ausharren, standhaft bleiben, deren Belohnung wird ohne Abrechnung sein. Ja, und es gibt unzählige Aussagen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, auch darüber, solltet ihr auch ein bisschen selber nachlesen, euch ein bisschen selber informieren auch, weil das wirklich eine Schlüsseleigenschaft eines Gläubigen, eines frommen Menschen ist, die Geduld, die Standhaftigkeit, das Ausharren können auf dem, was gut und richtig ist.
Diejenigen, die den Bund Allahs nach seiner Abmachung brechen, jetzt ist das genau das Gegenteil. Jetzt haben wir eben über die gelesen, die Verstand besitzen und dementsprechend handeln. Und jetzt genau die gegensätzliche Persönlichkeit. Diejenigen, die den Bund Allahs nach seiner Abmachung brechen und das trennen, was Allah befohlen hat, dass es verbunden werden soll. Und auf der Erde Unheil stiften, für sie gibt es den Fluch und eine schlimme Wohnstätte. Und mit dem Trennen sind alle Verträge gemeint, aber hier vor allem auch die Verwandtschaftsbande. Und über die kann man ja nicht wirklich, Allah möge uns die Möglichkeit geben, dass wir darüber im Detail auch nochmal sprechen, die Aussagen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die Wichtigkeit, die dieses Thema, das Halten der Verwandtschaftsbande im Koran einnimmt und trotzdem dann leider bei vielen Gläubigen dieses Thema mit sehr viel Gelassenheit gesehen wird und es wird viel nach Eigendünken auch verfahren, dass also ich glaube, hier muss ich das nicht mehr jetzt machen oder der und der Verwandte hat das jetzt auf einmal nach meiner Entscheidung nicht mehr verdient und da muss man wirklich sehr, sehr aufpassen, weil das gehört wirklich zu den großen großen Verbrechen im Angesicht Allahs in seiner Wertung und das ist etwas, wovor man sich schützen muss. Wie es hier heißt, für sie gibt es den Fluch und eine schlimme Wohnstätte. Allah gewährt die Versorgung großzügig, wem er will und bemisst auch. Und sie sind froh über das diesseitige Leben, aber das diesseitige Leben zählt im Jenseits nur als vergänglicher Nießbrauch. Und diejenigen, die ungläubig sind, sagen, wenn doch ein Zeichen von seinem Herrn auf ihn herabgesandt würde, sag, Allah lässt in die Irre gehen, wen er will, und leitet zu sich, wer sich ihm reuig zuwendet. Das heißt, wenn wir aufrichtig danach trachten, Rechtleitung zu finden, unser wirklich aufrichtiges Anliegen ist, Allahs Zufriedenheit zu finden, dann werden wir uns ihm auch reuig zuwenden. Und Allah garantiert, wer sich ihm reuig zukehrt, Allah wird ihn rechtleiten. Es sind diejenigen, die glauben und deren Herzen im Gedenken Allahs Ruhe finden. Sicherlich, im Gedenken Allahs finden die Herzen Ruhe. Ja, gedenkt mal den ganzen Gelegenheiten, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei der Schlacht von Badr, bei schlechten Nachrichten, bei Angriffen, bei Todesfällen, verschiedene Zeitpunkte. Lest, geht in die Sira und lest nach, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam Ruhe fand im Gedenken Allahs. Hier in einem Hadith heißt es zum Beispiel, dass wenn eine Angelegenheit ihm groß wurde, also schwer wurde, dann eilte er zum Gebet. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Sicherlich, im Gedenken Allahs finden die Herzen Ruhe. Hier ist eine Versicherung von Allah und das ist so. Und wenn es bei uns nicht so ist, dann müssen wir uns fragen und Sorgen machen, dass entweder was in unserem Herzen nicht stimmt oder etwas mit unseren Gedenken nicht stimmt. Denn wenn beides da ist, ein gesundes Herz vorliegt oder ein Herz vorliegt, ein lebendiges Herz vorliegt und der wahre Gedenken an Allah vorliegt, dann wird das Herz auch darin Ruhe finden. Diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, für sie wird es Tuba geben und für sie wird es eine schöne Heimstatt und für sie wird eine schöne Heimstatt da sein. Tuba ist an sich Gutes, das Paradies ist damit gemeint. In einer Auslegung heißt es auch, dass ein bestimmter Baum im Paradies ist. Also das Paradies wird hier denjenigen versprochen und die Genüsse im Paradies werden denjenigen versprochen, die glauben und rechtschaffene Werke tun. So haben wir dich in eine Gemeinschaft gesandt, vor der Gemeinschaften dahingegangen sind, damit du ihnen verliest, was wir dir als Offenbarung eingegeben haben. Und doch verleugnen sie den Al-Abama. Sag, er ist mein Herr. Es gibt keinen Gott außer ihm. Auf ihn verlasse ich mich und zu ihm bereue ich. Subhanallah. Hier die Reue, das werden wir auch noch oft lesen und haben wir jetzt auch schon oft gelesen, wie wichtiger Anteil auch die Reue in der islamischen Persönlichkeit, was für einen wichtigen Anteil sie darstellt. Die Reue ist nicht nur etwas für große Sünder oder für die, die ja wirklich Schlimmes tun und wir sind ja alle Mashallah, schon fromm und wir brauchen das jetzt nicht mehr. Nein, die Reue ist für jeden, der da zu Allah gläubig zurückkehren möchte. Er soll reuig zurückkehren, denn alle sind wir, mangeln wir im Mindesten und sündigen wir auch alle, sündigen wir in was das Recht Allahs angeht. Wenn es auch einen Koran gäbe, mit dem die Berge versetzt oder die Erde in Stücke gerissen oder zu den Toten gesprochen werden könnte, würden sie doch nicht glauben. Nein, vielmehr steht die Angelegenheit ganz bei Allah. Wissen denn nicht diejenigen, die glauben, dass wenn Allah wollte, er die Menschen wahrlich alle rechtleiten würde? Diejenigen, die ungläubig sind, wird immer wieder ein Verhängnis treffen für das, was sie gemacht haben. Oder es wird in der Nähe ihrer Wohnstätten geschehen, bis Allahs Versprechen eintrifft.
Gewiss, Allah bricht nicht, was er versprochen hat. Ja, die Menschen verlangten ja nach großen Zeichen, nach eindeutigen Dingen, die Erde in Stücke gerissen oder Berge versetzt. Ja, der Mensch mag Spektakel, er mag wunderbare Dinge. Und das wäre für Allah nicht schwer gewesen, der die Sonne jeden Tag aufgehen lässt und die Erde im Universum bestehen lässt und Wolken tonnenschwere im Himmel festhält, dass sie nicht auf uns herunterfallen. Für Allah wäre nicht schwer gewesen, solche Zeichen zu erschaffen, zu liefern. Und dann wären ja alle rechtgeleitet gewesen. Und so wird es ja auch am Tag der Auferstehung passieren. Dort wird keiner mehr sagen, dass nee, ich glaube nicht gerade, was hier passiert. Dort werden alle die Eindeutigkeit des Geschehens sehen und dementsprechend auch gläubig werden. Ja, aber es ist nun mal so, dass manche Menschen so sind, auch wenn sie alle Zeichen sehen, und es gibt ja genug Zeichen, dass sie dann trotzdem nicht glauben, weil sie nicht glauben wollen. Er sieht die Zeichen, aber er verleugnet sie trotzdem. Er sieht sie nicht mit den Herzen, er sieht sie nur mit den Augen. Und so war es immer schon, und so war es mit den alten, mit den vergangenen Völkern schon. Und Allah sagt hier, dass das ist eine Angelegenheit Allahs, wen er leitet und wen er irre gehen lässt. Und er lässt irre gehen. Und alles passiert, das irre gehen lassen und das Recht leiten, alles passiert mit der absoluten Gerechtigkeit, mit der absoluten Weisheit und absoluten Gunst von Allah. Man machte sich ja bereits über Gesandte vor dir lustig. Da gewährte ich denen, die ungläubig waren, Aufschub. Hierauf ergriff ich sie. Wie war da meine Bestrafung? Ist denn derjenige, der über jede Seele steht, um ihr zu vergelten für das, was sie verdient hat, den Götzen gleich? Und dennoch geben sie Allah Teilhaber. Sag, nennt sie. Oder wollt ihr ihm etwas kundtun, das er auf der Erde nicht kennt, oder über offenkundige Worte? Nein, vielmehr sind diejenigen, die ungläubig sind, ihre Ränke ausgeschmückt worden, und sie sind vom rechten Weg abgehalten worden. Wen Allah in die Irre gehen lässt, der hat niemanden, der ihn recht leitet. Allah möge uns alle recht leiten. Für sie gibt es Strafe im diesseitigen Leben, aber die Strafe des Jenseits ist wahrlich härter, und sie werden vor Allah keinen Behüter haben. Dies ist das Gleichnis des Paradiesgartens, der den Gottesfürchtigen versprochen ist. Er ist durcheilt von Bächen, sein Ernteertrag ist immerwährend und auch sein Schatten. Das ist die letztendliche Folge derjenigen, die gottesfürchtig sind, während das endgültige Ziel der Ungläubigen das Höllenfeuer ist. Wir sehen auch, wie Allah hier, subhanahu wa ta'ala, in dieser Sura besonders, oder es fällt jetzt gerade ins Auge, immer wieder über das Verhalten einerseits und die Konsequenz im Jenseits andererseits spricht. Ja, und dieser Zusammenhang, der besteht ganz klar, wie man hier handelt, so wird man es im Jenseits erfahren. Was man hier sieht, das wird im Jenseits geerntet. Ja, das eine hat mit dem anderen zu tun. Dazwischen ist nicht irgendwie eine Waschanlage, die einen ganz anders bereinigen wird und man ganz anders ernten wird, als man vorausgeschickt hat oder gesät hat, sondern das eine wird das andere ergeben. Diejenigen, denen wir die Schrift gegeben haben, sind froh über das, was als Offenbarung zu dir herabgesandt worden ist. Warum sind sie froh? Die gläubig sind und die ihrer eigene Schrift auch demütig gefolgt sind, weil sie wissen, dass das, was bei uns ist, wird jetzt gerade bestätigt. Derselbe Herr, derselbe Gott, derselbe Schöpfer bringt nun eine andere Offenbarung sendet nun eine andere Offenbarung herab. Unter den Gruppierungen gibt es manche, die einen Teil davon nicht anerkennen. Sag, mir ist befohlen worden, Allah zu dienen und ihm nichts beizugesellen. Zu ihm rufe ich und zu ihm ist meine Heimkehr. Hier also in kurzen Worten die Essenz der islamischen Glaubenslehre nochmal dargelegt. Und so haben wir ihn als ein Urteil auf Arabisch hinabgesandt. Jetzt wird über den Koran gesprochen. Wenn du ihren Neigungen folgst nach dem, was dir an Wissen zugekommen ist, wirst du vor Allah weder Schutzherren noch Behüter haben. Also der Koran ist die Rechtleitung, ein Urteil, klares Urteil auf Arabisch. Und die arabische Sprache, darüber müssen wir auch, inshallah, Allah möge uns die Gelegenheit geben, inwieweit die arabische Sprache auch der Klarheit, der Festgefügtheit, der Weisheit dient. Und wenn du ihren Neigungen folgst nach dem, was dir an Wissen zugekommen ist, das heißt, wenn man den Koran lässt und dann wem oder was folgt, nämlich den Neigungen. Denn wenn der Koran und somit die Wahrheit verlassen wird, was bleibt dann anderes übrig als die eigenen Neigungen? Dann wirst du vor Allah weder Schutzherren noch Behüter haben. Und wir haben ja bereits Gesandte vor dir gesandt und ihnen Gattinnen und Nachkommenschaft gegeben. Kein Gesandter kann ein Zeichen bringen, außer mit Allahs Erlaubnis. Jede Frist hat eine Vorbestimmung. Also sie verlangen ja nach Zeichen und sie sagten ja auch damals, dass, wie kannst du ein Gesandter sein und du bist auch ein Mensch wie wir, du heiratest und du kriegst Kinder. Und ja, sie wollten einen Engel oder etwas Außergewöhnliches. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier, dass nein, Gesandte waren immer schon Menschen,
mit einem relativ normalen Leben, mit menschlichen Eigenschaften, mit menschlichen Lebensverhältnissen, und kein Gesandter kann irgendein Zeichen bringen, außer mit Allahs Erlaubnis. Allah löscht aus, was er will, und lässt bestehen, und bei ihm ist der Kern des Buches. Ja, also Allah hat alles festgeschrieben, wir glauben an das Schicksal, gut und schlecht. Und Umar radiallahu anhu pflegte die Dua zu machen, dass Allah, oh mein Herr, wenn ich bei dir als Unglückseliger aufgeschrieben bin, dann lösche diese Schrift aus und schreibe mich als Glückseliger auf. Ja, also so sollen wir auch den Koran übrigens lesen, dass man ihn direkt auf sich anwendet, umsetzt, Allah bittet, wenn man Gutes liest, Allah um Zuflucht bittet, wenn man Schlechtes oder über Schlechtes liest, wie das Höllenfeuer, und so mit dem eine Interaktion besteht mit dem Koran. Ob wir dich nun einen Teil dessen, was wir ihnen androhen, sehen lassen oder dich nun zuvor abberufen, so obliegt dir nur die Übermittlung der Botschaft und uns obliegt die Abrechnung. Ja, also auch eine ganz klare Eingrenzung und Abgrenzung der Aufgabe des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und wo sind dann alle nach ihm, die höchstens Da'i sein können, also jemand, der einlädt zur Botschaft Allahs, dass das Überbringen ist die Aufgabe, nicht das Erzwingen, das Abrechnen, das Bestrafen, das Boykottieren, wenn jemand wagt, nicht sofort zu hören oder nicht so zu hören, wie man es sich vielleicht vorgestellt hat. Ja, das sind alles dann Übertretungen, die man dann leider sich leistet, und die gehören nicht mehr zum eigentlichen Aufgabenbereich. Und er ist schnell im Abrechnen und uns obliegt die Abrechnung. Sehen Sie denn nicht, dass wir über das Land kommen und es an seinen Enden kürzen? Allah allein richtet und es gibt niemanden, der letztendlich sein Urteil rückgängig machen kann. Und er ist schnell im Abrechnen. Dass wir über das Land kommen und es an seinen Enden kürzen, darüber heißt es in der Auslegung, dass das Gebiet Mekkas zur damaligen Zeit schrumpfte, kleiner wurde und Allahs Gewalt und Allahs Herrschaft immer näher und näher kam. Zu dieser Zeit haben ja die Mekkaner über Mekka geherrscht, also die Araber, die nicht dem Islam angenommen hatten. Und was geschah zu dieser Zeit? Die Muslime und ihre Herrschaft und der Glaube der Muslime und die Herrschaft, die sie dann dadurch etabliert hatten, kam näher und näher und breitete sich immer mehr aus, und das Machtgebiet der Mekkaner wurde immer kleiner und kleiner. Wallahu alam, es gibt auch andere Auslegungen dafür, aber hier ist nicht der Ort, sie im Einzelnen zu besprechen. Ränke haben bereits diejenigen vor ihnen geschmiedet, aber alles an Ränken ist Allahs. Er weiß, was jede Seele erwirbt, und die Ungläubigen werden zu wissen bekommen, für wen die letztendliche Wohnstätte sein wird. Ja, geben diese Ayat nicht unglaublich viel Hoffnung? Ja, also es ist wirklich kein Platz für Verzweiflung, egal wie dunkel oder düster es aussehen mag. Und wir sind, Allah bewahre, dass wir zu denen gehören, die das Leid anderer gering achten oder kleinreden wollen. Das ist eine ganz üble Eigenschaft auch, das zu tun. Nein, wir erkennen das an, aber wir erkennen andererseits auch die Größe Allahs, und wir schauen in die Geschichte und die großen Taten Allahs und die Hilfe Allahs, die sicherlich kommt für die, die gläubig sind und durchstehen. Wenn sie nicht schnell kommt, dann wird sie später, also über kurz oder lang wird sie kommen. Das Vertrauen und die Hoffnung ist eine Eigenschaft des Gläubigen. Ja, das heißt auch, so wie es den Propheten ergangen ist, wenn dein Gegenüber dir nicht Glauben schenkt, und das tut ja besonders weh, wenn man gerade wahrhaftig ist und wenn man es wirklich gut meint. Ja, aber es wird trotzdem passieren, dass dein Gegenüber trotzdem dich vielleicht sogar nicht nur ablehnt, sondern dich bekämpft oder auf eine sehr grobe Art und Weise verleugnet oder verweigert oder wie auch immer. Was ist das Genüge des Gläubigen? Allah genügt uns als Zeuge. Allah genügt uns als Zeuge. Ja, wie es hier in dieser Aya nun abschließend heißt, diejenigen, die ungläubig sind, sagen, du bist nicht gesandt. Sag, Allah genügt als Zeuge zwischen mir und euch und derjenige, der das Wissen der Schrift hat. Subhanallah. Ja, und wenn man etwas zu Genüge hat, dann braucht man ja nichts anderes mehr. Ja, das genügt uns. Das macht uns zufrieden. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Im Gedenken Allahs werden die Herzen ruhig. Allah genügt uns. Die Heimstätte des Jenseits ist die wahre Heimstätte. Ja, das ist das, was in Surah Ar-Ra'd immer wieder nun wiederholt wurde. Damit kommen wir zum Ende von Surah Ar-Ra'd und kommen zu Surah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, Lam, Ra.
Dies ist ein Buch, das wir zu dir hinabgesandt haben, damit du die Menschen mit der Erlaubnis ihres Herrn aus den Finsternissen hinaus ins Licht bringst, auf den Weg des Allmächtigen und Lobenswürdigen. Al-Hamid ist der des Lobenswürdigen. Hier wird also der Grund auch gegeben, warum Allah das Buch, den Koran, herabgesandt hat. Der Grund ist nämlich, damit die Menschen mit der Erlaubnis ihres Herrn aus den Finsternissen hinaus, nämlich den Finsternissen des Unglaubens, der Unwissenheit, des Polytheismus, der Ungerechtigkeit, der Tyrannei, viele, viele Finsternisse gibt es, aber was gibt es nur eins? Ins Licht. Das Licht ist nur eins, nämlich das Licht Allahs, die Rechtleitung, die Zufriedenheit Allahs, die am Ende dieses Weges wartet, auf den Weg des Allmächtigen und Lobenswürdigen. Die Frage ist, hier steht ja mit der Erlaubnis ihres Herrn, für wen ist denn die Erlaubnis, Idhn, für wen wird denn dieser Idhn fällig werden, für wen wird Allah erlauben, dass er rechtgeleitet wird? Nämlich der, der die Rechtleitung sucht und nach ihr trachtet, der in dieser Angelegenheit ernst ist und Ernsthaftigkeit beweist. Wir haben vorher auch schon gelesen, der so ernst ist, dass er reuig zu Allah zurückkehrt. Den wird Allah sicherlich recht leiten. Welcher Weg ist das? Der Weg Allahs, dessen ist, was in den Himmeln und was auf der Erde. Und wehe den Ungläubigen vor einer strengen Strafe. Diejenigen, die das diesseitige Leben mehr lieben als das Jenseits und von Allahs Weg abhalten und danach trachten, ihn krumm zu machen, sie befinden sich in weitreichendem Irrtum. Das Diesseits ist also ihre Priorität. Sie opfern das Jenseits für den Nutzen des Diesseits. Ihre Dunya darf auf keinen Fall geschadet werden. Ob das Jenseits davon profitiert oder vielleicht auch geopfert wird, das ist ihnen zweitrangig oder vielleicht sogar überhaupt nicht in ihrer Rangliste vorhanden. Und das ist das, dass man das Diesseits bevorzugt über dem Jenseits. Und wir haben keinen Gesandten gesandt, außer in der Sprache seines Volkes, damit er ihnen die Botschaft klar macht. Allah lässt dann in die Irre gehen, wen er will, und leitet recht, wen er will. Und er ist der Allmächtige und Allweise. Ja, das werden wir auch, haben wir, glaube ich, auch schon oft gelesen. In Surah Al-Imran kommt auch eine ähnliche Aya vor. Und hier auch schon wieder, ja, der Prophet, und nach den Propheten, es kommt keinen Propheten mehr, das heißt, die Gelehrten sind die Erben der Propheten, und nach den Gelehrten dann die Schüler der Gelehrten, nach den Schülern der Gelehrten die Da'is oder die Wa'af machen und die einladen und versuchen, den Iman zu stärken und gute Worte zu verbreiten. All diese sollten in der Sprache ihrer Gemeinschaft sprechen, damit sie eine Basis haben, eine gemeinschaftliche Basis haben, damit sie die Herzen und auch den Verstand der Menschen überhaupt wachrütteln oder auch erreichen können. Hier, wenn man auf einer fremden Sprache, und eine Sprache bringt immer auch Kultur mit sich, das ist auch eine wichtige Sache. Dazu müsste man jetzt auch in der Sunna nochmal nachlesen, wie weit sich das damals auch geäußert hat. Ja, aber lassen wir das hier mal so stehen. Wir haben jeden Gesandten in der Sprache seines Volkes, damit er ihnen die Botschaft klar macht. Weil Klarheit liegt im Verständnis. Wenn man nichts versteht, kann einem auch nichts klar werden. Aber die Propheten, Gesandten haben ihre Arbeit getan. An Klarheit hat es nicht gemangelt. Aber dennoch, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Allah lässt dann in die Irre gehen, wen er will, und leitet recht, wen er will. Also Rechtleitung und Irre gehen lassen liegt letztendlich trotzdem in Allahs Allmacht allein. Und er ist der Allmächtige und Allweise. Und wir sandten ja bereits Musa a.s. mit unseren Zeichen. Bringe dein Volk aus den Finsternissen hinaus ins Licht und erinnere sie an die Tage Allahs. Mit den Tagen Allahs sind die historischen Ereignisse, Ayyam Allah, weil bei den Arabern in der Jahiliyyah pflegte man zu sagen, Ayyamul Arab, die Tage der Araber, und dann pflegten sie zusammen zu sitzen und auch in Gedichtsform und in Versform pflegten sie den alten historischen Ereignissen ihres Volkes zu gedenken, und Allah hat das hier nicht ersetzt, aber das ist eine ähnliche Wortwahl, nämlich den Tagen Allahs, also die historischen Ereignisse, die vergangenen Völker, die Ereignisse der Propheten, die Prophetengeschichten, was wir auch als Prophetengeschichten nennen, die vergangenen Zivilisationen, das Verhalten der Menschen und die Behandlung, die Allah ihnen hat dann zukommen lassen, gedenkt dieser Dinge, denn darin sind wahrlich Zeichen für jeden sehr standhaften und sehr dankbaren. Likulli sabbarin shakur, sehr geduldig, sehr standhaft, sehr ausharren. Shakur ist auch sehr dankbar, sehr anerkennend für die Gnaden Allahs zu sein. Das sind zwei sehr wichtige Eigenschaften, die hier genannt werden. Ja, also um den Mensch recht zu leiten, gibt es also grob gesehen, grob aufgeteilt, zwei Dinge, die Beweiskraft haben. Einmal in der Schöpfung,
die Zeichen Allahs in der Schöpfung. Allah hat uns oft dazu eingeladen, die Schöpfung zu betrachten und dadurch den Weg zur Erkenntnis Allahs zu gewinnen. Und dann, was hier angesprochen wird, das zweite, was Beweiskraft in sich hält, ist die Geschichte, die historische Ereignisse. Man erhält die Ma'rifa, die Erkenntnis Allahs, also auch über diesen Weg. Wie verhält er sich oder wie verhielt er sich mit Zivilisationen, die ihm gegenüber ungehorsam waren, die Tyrannei praktizierten, die andere ausbeuteten? Wie erging es diesen? Und gibt es da einen roten Faden durch die Geschichte, wie es immer wieder Leuten ergangen ist? Wo sind diese Gemeinschaften geblieben? Und wie mächtig waren sie? Und trotzdem konnten sie sich nicht halten auf dieser Erde. Ja, und dann, wenn man sich dann selber im Kontext dieser großen Ereignisse sieht, dann denkt man auch über das eigene Verhalten nach und sieht sich selber auch als Teil dieser langen Kette von Ereignissen und wird sein Verhalten nochmal überprüfen. Gehöre ich zu denen, die in der Vergangenheit schon auf eine rebellische Art gegenüber Allah sich verhalten haben oder die sich reumütig ergeben zu Allah zurückkehrten? Ja, darin sind Zeichen, und Allah erwähnt hier dann nochmal, wie ich eben schon auch gesagt habe, darin sind Zeichen für die, die Geduld und Dankbarkeit, diese zwei Eigenschaften in großem Ausmaß besitzen. Und zwar auch auf einem, in den Wortformen wird auch impliziert, dass es ständig da ist. Also nicht mal dankbar und dann wieder eine großen Zeitraum wieder nicht, sondern eine ständige Bemühung ist da, eine ständige Dankbarkeit ist da, die mal abnimmt und mal zunimmt, aber dennoch ein bestimmtes Maß einfach nicht unter ein bestimmtes Maß bewahrt man sich, dass es darunter geht. Nutzen von Zeichen kann also dementsprechend nur ziehen, wer mit Geduld nach etwas strebt, sich bemüht, etwas zu verstehen und der Hindernisse mit Geduld und Standhaftigkeit aushält, ausharrt, sie versucht zu überkommen. Wir können quasi sagen, auf dem Weg der Rechtleitung ist die Geduld also das Mittel, Rechtleitung zu erwerben. Ja, diesen Weg dahin zu schaffen und sich nicht abbringen zu lassen, sich nicht ablenken zu lassen, sich nicht verführen zu lassen. Ja, dazu braucht man Geduld. Und wenn man dann Rechtleitung erworben hat, dann soll man dankbar sein. Ja, man weiß, wie wertvoll das ist, was man bekommen hat. Ja, also nochmal, Rechtleitung wird mit Geduld erworben. Und auf Rechtleitung wird auch mit Geduld geblieben. Und es ist eine Pflicht der Gläubigen, dass sie für die Rechtleitung, die sie von Allah erwerben, bekommen, gesegnet werden, dass sie dafür auch dankbar sind. Und als Musa zu seinem Volk sagte, gedenkt der Gunst Allahs an euch. Also auch Musa hat schon seinem Volk diese Erziehung geboten. Gedenkt der Gunst Allahs an euch, als er euch von den Leuten Pharaons rettete, die euch eine böse Qual auferlegten, eure Söhne abschlachteten und nur eure Frauen am Leben ließen. Seht, darin war für euch eine gewaltige Prüfung von eurem Herrn. Ja, also Allah ist der Herr, er ist der Herrscher und er kann ein Volk auch auf eine gewaltige Art und Weise prüfen. Allah möge uns alle bewahren. Und als euer Herr ankündigte, wenn ihr dankbar seid, das ist das, was wir eben angesprochen haben, wenn ihr dankbar seid, werde ich euch ganz gewiss noch mehr Gunst erweisen. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Ganz sicher, wenn ihr, la'in ist sicherlich, wenn ihr dankbar seid, لَأَزِيدَنَّكُمْ gewiss, sicherlich werde ich euch mehren. Das heißt, die Dankbarkeit ist ein Mittel, die Gunst oder das, was man bekommen hat, wofür man dankbar ist, das zu bewahren und noch zu vermehren. Die Dankbarkeit ist eine unglaublich wichtige Eigenschaft eines Gläubigen. Wenn ihr dankbar seid, werde ich euch ganz gewiss noch mehr Gunst erweisen. Wenn ihr jedoch undankbar seid, dann ist meine Strafe fürwahr streng. Ja, die Undankbarkeit ist demgegenüber genauso, umso hässlicher, ja, die Beziehungen auch hässlich macht. Ja, wir mögen alle nicht Freundschaften oder Verwandtschaften, wo wir Undankbarkeit begegnen. Ja, und wie ist es dann, wenn wir dem wir alles zu verdanken haben, ihm gegenüber Undankbarkeit zeigen? Ja, denken wir darüber mal ein bisschen nach. In religiösen und im Angelegenheit des Diesseits, also in weltlichen Angelegenheiten, wer Dankbarkeit, Anerkennung zeigt und hat, Allah verspricht, er erhält seine Gnade und er wird noch mehr Segnungen erfahren, noch mehr Gaben von Allah bekommen. Wer aber demgegenüber undankbar ist und nicht anerkennt, was er hat, nur sieht, was er nicht hat, der verliert nicht nur die Gnade. Und zwar dieses Verlieren, das kann auch zweierlei gemeint sein. Entweder man verliert wirklich
das, was man bekommen hat. Man war gesund, man verliert die Gesundheit, man hatte Kinder, die Kinder sind nicht mehr rechtschaffen dann, oder man verliert sogar die Kinder, Allah möge uns alle bewahren, etc., etc. Das kann gemeint sein, aber es kann genauso gemeint sein, dass die Gabe vielleicht selber eigentlich noch da ist, aber wegen der negativen Einstellung und wegen dem Undank und dem diesem alles schwarz sehen, man verliert die Freude und den Genuss an der Sache, für die man Undank gezeigt hat. Und somit hat man keinen Nutzen mehr davon. Ja? Jeder von uns genießt in jedem Augenblick seines Lebens, genießt er die Gaben seines Herrn. Luft, Licht, Erde, die Düfte, die Farben. Ja, aber schaut mal, wenn wir in Koran steht, und das ist eine Tatsache, wenn wir die Gnaden und Gaben unseres Herrn aufzählen würden, wir würden sie nicht aufzählen können, weil es so viele sind. Allein in diesem Moment, die Tatsache, dass man Stimme hören kann, dass man etwas aufnehmen kann, dass man das verstandsmäßig umsetzen kann, dass man vielleicht mitschreiben kann, dass die Hand sich bewegt, dass die Finger alle beweglich sind, dass die Durchblutung da ist, dass das Herz pumpt. Wir können die Gnaden unseres Herrn nicht aufzählen. Wir können sie nicht umfassen. Und wie verhält der Mensch sich aber dann leider trotzdem? Meistens, sobald davon eine kleine Sache davon nicht in Ordnung ist, sehen wir alle schwarz, wir klagen und wir nörgeln. Und solch ein Verhalten gefällt Allah nicht. Und deswegen warnt er hier die Menschen, dass wenn ihr undankbar seid, dann ist meine Strafe fürwahr streng. Ja, dann entlässt er seine Diener in einer solchen Trauer, in einem solchen besorgten Zustand. Er lässt ihn fallen in Trauer und Sorge, dass auch die restlichen Ni'ma von Allah, dass der Mensch sie gar nicht mehr wahrnimmt. Irgendwie, wir haben alle bestimmt selber schon mal erlebt, oder an uns oder an anderen, dass wirklich manchmal eine solche Negativität entstehen kann, ein solcher Pessimismus entstehen kann, dass wirklich alles da ist und man sieht das auch, aber man kann es nicht mehr genießen, weil man alles so schwarz sieht. Und davon kann halt ein möglicher Grund sein, dass man Undankbarkeit gehabt und gelebt hat. Ja, und so wird der Zustand des Menschen bedauernswert und traurig. Und davor möchte Allah uns bewahren. Ja, und was nützt es dem Undankbaren? Und Musa sagte, wenn ihr undankbar seid, ihr und alle, die auf der Erde sind, so ist Allah wahrlich unbedürftig und lobenswürdig. Das heißt, wenn alle Menschen zu dieser schlechten Eigenschaft neigen, Allahs Herrschaft wird um nichts gemindert. Er ist unbedürftig und trotzdem des Lobens würdig. Wenn keiner ihn loben würde, Allah ist trotzdem Hamid, er ist des Lobes würdig und er braucht die Frömmigkeit der Menschen nicht. Sie nutzt nur uns selber. Ist zu euch nicht die Kunde von denjenigen vor euch gekommen, des Volkes Nuhs, der Ad und der Thamud und derjenigen nach ihnen? Nur Allah kennt sie. Ihre Gesandten kamen zu ihnen mit den klaren Beweisen. Sie aber steckten vor Grimm ihre Hände in den Mund und sagten, ja, das ist ein Ausdruck hier von Zorn und Grimm, ja, dass man die Hände in den Mund steckt, also so den Zorn einen Ausdruck verleiht. Wir verleugnen das, womit ihr gesandt seid, und wir sind über das, wozu ihr uns aufruft, fürwahr in einem starken Zweifel. Und das Wort Zweifel hier, Murib, ist ein solcher Zweifel, der einem die Ruhe nimmt. Ja, wenn jemand die Wahrheit bringt, ob es jetzt zu einem Individuum ist oder zu einer Gemeinschaft, und auch wenn dann diese Wahrheit verleugnet und abgelehnt wird, aber es kann nicht sein, dass der Zustand dessen, der abgelehnt hat, genauso ist wie vorher. Ja, es entsteht eine innere Unruhe, eine Rastlosigkeit. Denn das Gewissen des Menschen plagt ihn immer wieder. Denn Haq und Wahrheit ist eine solche Sache, die erkannt wird, die offenbart sich, die steht für sich selbst. Und der Mensch sieht das. Und wenn der Mensch dann wohlwissend diese Wahrheit trotzdem verstößt, was passiert dann? Er verliert, je nach dem Maß, wie gesund sein Gewissen noch ist, verliert er die Ruhe. Er ist in einem unruhig machenden Zweifel. Es plagt ihn. Und das, jetzt nehmen wir das mal für uns. Wir wissen alle, was der Schöpfer von uns erwartet. Wir haben Koran gelesen oder wir sind gerade dabei, Koran zu lesen, oder manche haben es auch schon gelesen und wissen eigentlich, was gut und richtig und was falsch und ungerecht ist. Und was tun wir? Ein Schuldgefühl entsteht. Weil wir wissen, dass wir das nicht tun. Jetzt, was machen manche? Um das Schuldgefühl loszuwerden, sagen sie, okay, ich will gar nichts mehr damit zu tun haben. Sie lassen das Lernen, das Lesen, das Erinnern. Sie wollen gar nichts mehr damit zu tun haben. Auch wenn sie fromme Menschen sehen, sagen sie, oh Gott, nee, nicht die schon wieder. Und nee, die reden ja immer nur über diese Sachen und so, weil sie eigentlich gar nicht daran erinnert werden wollen. Und andere, was machen diese? Sie werden auch geplagt von den Gewissen. Und was machen sie? Sie fangen an, sich zu bemühen. Sie versuchen. Sie ändern sich. Sie handeln. Sie bemühen sich, sie arbeiten und streben. Und das sind die eigentlich Erfolgreichen. Auch wenn diese nicht weit kommen.
wenn ihr Streben unglaublich kleinschrittig ist und sie vielleicht sehr schwach sind und immer wieder zurückfallen, aber sie versuchen und bemühen sich. Und das sind die, die Erfolg ernten werden. Das sind die Erfolgreichen. Ihr Erfolg liegt in der Akzeptanz der Wahrheit. Ihre Gesandten sagten, gibt es denn einen Zweifel über Allah, den Erschaffer der Himmel und der Erde, der euch ruft, um euch etwas von euren Sünden zu vergeben und euch auf eine festgesetzte Frist zurückzustellen? Sie sagten, ihr seid nur menschliche Wesen wie wir. Ihr wollt uns von dem abhalten, dem unsere Väter dienten. So bringt uns eine deutliche Ermächtigung. Qalat rusuluhum afillahi shakkun, gibt es über Allah etwa einen Zweifel? Wer ist nämlich Allah? Fatir as-samawati wal ard. Er ist doch der, der Himmel und Erde erschaffen hat. Und Fatir ist der, der Fatara bedeutet eigentlich etwas aufspalten, etwas aufmachen, etwas zum Bersten bringen. Ja, und das ist hier für das Erschaffen, ist das Wort hier benutzt worden. Ja, mehr oder weniger fast jedem Menschen passiert das mal in seinem Leben, dass er an dieser Gabelung steht, dass Shaitan, der Satan einerseits und auch das Innere der Nefs, das Ego, die Trieblichkeiten des Menschen, diese Zweifel versuchen zu sehen, das gibt es denn überhaupt einen Schöpfer? Ja, ja, das kann passieren. Allah möge uns davor bewahren. Und in solch einer Situation ist geboten, dass wir solche Ayat verlesen. Afillahi shakkun. Ja, und unseren Glauben nochmal bestätigen, indem wir La ilaha illallah aussprechen. Das gibt es etwa über Allah einen Zweifel? Ja, weil eins von beiden muss ja sein. Entweder Allah hat alles erschaffen und er ist Vater des Samawati wal Ard, oder habt ihr es erschaffen? Ja, und kein Mensch wird sagen, dass ich habe etwas erschaffen. Das heißt, entweder Allah hat es erschaffen oder ihr habt es erschaffen oder die dritte Möglichkeit, es ist von selbst entstanden. Ja, Fatir, nochmal heißt ja der, der etwas zum Bersten bringt oder spaltet, aufmacht. Im Koran steht auch, dass Himmel und Erde waren zusammen. Ja, und Allah ließ sie auseinandergehen und ließ sie auseinander platzen, bersten. Ja, und die gängige Meinung der Wissenschaft ist ja heute, dass alles am Anfang ein Superatom war und alle Teile nach innen gezogen waren, die dann auseinandergingen. Ja, und wer hat das auch gemacht, dass alles auseinanderging und daraus dann vollkommene Geschöpfe entstanden sind? Ja, und das war Allah, Fatirus Samawati wal Ard. Er hat eins von dem anderen getrennt. Und wenn das nicht so ist, dann heißt es also nur, dass entweder ihr es selber erschaffen habt, die ihr Allah verleugnet, oder dass es selber entstanden ist. Ja, und das ist etwas, was eigentlich kein verständiger Mensch sagen sollte, denn wenn wir nach Hause gehen und Essen angerichtet auf dem Tisch sehen, dann sagt keiner von uns, dass, oh, heute hat sich das Essen selber gekocht. Ja, das Fleisch ist in den Topf gewandert, die Gewürze sind aus dem Regal in den Topf gepurzelt. Ja, wenn jemand so spricht, dann sagen wir, er hat seinen Verstand verloren. Selbst wenn ein Automat das für dich erledigt, muss dieser Automat auch programmiert werden. Ja, also wenn ein Auto, ein Handy, ein Topf, ein Löffel nicht selbst entstehen kann, sondern wir wissen, jemand muss das gemacht haben, weil einfach, ja, sowas kann nicht selber entstehen. Ja, wenn wir an diesen Dingen erkennen, von wem es kommt, dann warum sehen wir die Schöpfung und erkennen nicht, dass es einen Schöpfer gibt? Ja, und erkennen nicht das, womit der Koran sich eröffnet, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alles Lob und Dank gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Er ist der Herr aller Dinge, die wir sehen und die wir nicht sehen. Er besitzt, herrscht und erhält alles. Und das ist etwas, was der Verstand, wenn er unvoreingenommen ist und frei von Hochmut ist, was der Verstand sofort erkennen würde. Ja, und wozu ruft dieser Herr? Er ruft uns dazu, dass er uns unsere Sünden vergibt, unsere Schuld erleichtert, uns befreit. Und er gibt uns auch eine Frist und gewährt uns Aufschub. Ja, aber ihr Einwand war trotzdem, ihr seid nur menschliche Wesen wie wir und wollten dann also über die Gesandtschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam Zweifel sehen. Ja, über die Schöpfung können sie ja keinen Zweifel sehen. Und mit diesem wollten sie die Beweiskraft vermindern dessen, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu ihnen gesagt hatte. Und letztlich ist Rechtleitung in der Hand Allahs allein. Ihre Gesandten sagten zu ihnen, wir sind zwar nur menschliche Wesen wie ihr, aber Allah erweist Wohltaten, wem von seinen Dienern er will. Es steht uns nicht zu, eine Ermächtigung zu bringen, außer mit der Erlaubnis Allahs. Und auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen. Warum sollten wir uns nicht auf Allah verlassen, wo er uns doch unsere Wege geleitet hat? Wir werden das, was ihr uns an Leid zufügt, ganz gewiss geduldig ertragen. Und auf Allah sollen sich diejenigen verlassen, die sich überhaupt auf jemanden verlassen wollen. Ja, die Propheten stellen sich auch nicht anders dar, als es wie es war,
und sagen, dass die Tatsache, dass sie Propheten und somit Auserwählte sind, dass dies die Gunst Allahs ist und Allah erweist die Gunst, wem er will.